So, jetzt können wir Quark da reintun. Ach ja, stimmt. Ich habe ehrlich gesagt vollkommen vergessen in der Zwischenzeit, dass sie Quark dabei haben in ihrem Team. Mein Fehler. Sehr gut. So, und jetzt, ja, schließen, zumachen. Ah, jetzt verstehe ich auch erst, warum diese Uhr die einzige ist, die auf dem Äußeren des Pots eingezeichnet worden ist. Weil wenn man später Quark da automatisch reintut im Storyverlauf, ist man gar nicht mehr in der Lage, in das Innere reinzugucken. Eine einzige menschliche Insasse, okay. Gucken wir uns mal den Bildschirm an. So, okay, Körpertemperatur, Puls, Blutdruck und die Atemfrequenz, sie sehen alle normal aus. Was für eine Erleichterung. Warte, da ist noch etwas anderes unten dran. Radical 6 Virus im Subjekt entdeckt. System ist nicht dazu ausgerüstet, um Radical 6 zu kurieren oder zu heilen. Momentanes Programm wird die Symptome stoppen, aber nicht die virale Infektion heilen. Ja. Also was ist jetzt... Na toll, und was war jetzt der Sinn darin, ihn da reinzutun? Nun ja, ich glaube nicht, dass das sinnlos gewesen ist. Denn schließlich kann es zumindest die Symptome aufhalten oder... Ja, verlangsamen. Aber... Warte mal. Gucken wir noch mal weiter. Da steht noch mehr. Dieses System ist in der Lage, einen Kaltschlafstatus herbeizuführen. Kaltschlafstatus friert das Subjekt mit CRS ein und... Ah. Und erhält somit seine zelluläre Struktur. Während des Kälteschlafstatuses sind die Körperfunktionen heruntergesetzt oder herabgesetzt. Okay. Schlaffunktion aktivieren, ja oder nein? Kälteschlaf? Ich habe keine Ahnung, aber erinnerst du dich an den... erinnerst du dich an diesen Einfriertest? Wie auch immer, wir müssen hier raus und den anderen davon erzählen. Und was sollen wir jetzt diesem Ding sagen, was es tun soll? Sollen wir ihn in den Kälteschlaf versetzen? Keine Frage. Was, wenn er genauso zertrümmert wird wie diese Pflanze? Nein! Ist auf jeden Fall interessant. Also die Vitalfunktionen werden da wohl verlangsamt in diesen Dingern. Mit anderen Worten, der Alterungsprozess wahrscheinlich auch, oder? Weil wenn jemand eingefroren ist, ist er dann in der Lage, ordentlich zu wachsen? Ich glaube nicht. Zumindest kann ich es mir nur sehr schwer vorstellen. Ich habe das Gefühl, dann würde er eher reißen und komplett zerbrechen. Und das wäre ja genau entgegen dem Sinn einer solchen Erfindung. Okay, sei es wie es sei. Rote Memory Card. What the fuck? Okay, ein Stundenzeiger und das grüne, die grüne Memory Card wird wahrscheinlich... Yep! Interessant. Also bei Nummer 4 kann ich... Wie viel Uhr ist das da? 4.05 Uhr. Scheinbar. Okay, perfekt. Und was wurde noch einmal hier gesagt? 4 Stücke für das erste Passwort, 1 Stück für das zweite Passwort. Moment. Ah ne, doch, ich kann doch dieses Ding erstmal aktivieren und dann ins Archiv gehen und mir da dieses Spiel angucken. Okay, so, ich habe jetzt mehrere hier. Nummer 1 zeigt 7.15 Uhr an. Das bedeutet, in der Stundenanzahl muss ich so rumgehen, oder? Moment. Also, wenn ich... soll ich zuerst nach der Minutenanzahl gehen oder zuerst nach der Stundenanzahl? Oder ist es egal?
Theoretisch? Nee, eigentlich ist es nicht egal. Wenn ich bei sowohl bei Minuten als auch bei Stunden in die gleiche Richtung gehen würde, dann wäre es egal, aber nicht, wenn ich bei beiden Malen in die andere Richtung gehen muss, oder? Nee, nee, dann ist es nicht egal. Aber so wie es aussieht, muss ich zuerst die Minuten und dann die Stunden machen. Also gehe ich zuerst nach den Minuten, also 15. 3, 6, Moment nochmal. 3, 6, 9, 12, 15. Da wäre ich bei S. Okay. Und wenn ich die Stunden nochmal zurückgehe, das wären 7 bei der Nummer 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wäre P. Habe ich richtig gezählt? Moment nochmal. Wie viele Zeichen sind da oben? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und an der Seite sind dann nochmal 4. Das sind 11. 1, 2, 3, 4. Passt. Okay, passt. Alles gut. So, bei Nummer 2 muss ich 20 Schritte gehen. Okay, also ab S noch einmal 5 zusätzliche Schritte. 1, 2, 3, 4, 5. Das wäre bei L. Okay, also interessant zu wissen, dass man mit 20 eine komplette Umrundung macht. Und ab 21 ist man wieder bei 1 angelangt. Okay. Also bin ich da bei L angelangt. Und wenn ich die Stunden noch zurückgehe, 6 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, bin ich bei A. Okay. So. Jetzt sind wir bei diesem dritten Pot, bei dem es scheinbar zwei Möglichkeiten gibt. Zum einen 11, 1 und zum anderen... zum anderen 0, 15. Bei 0, 15 komme ich natürlich bei S raus. Sowohl bei Stunde als auch bei Minute. Bei 11, 1? Ich bezweifle aber ehrlich gesagt, dass das tatsächlich 11, 1 ist. Ich gucke nochmal. Vorsichtshalber. 1, 2... Nee, Quatsch. Ich muss ja zuerst 1 nur gehen. Und dann direkt 11 zurück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dann wäre ich bei G. Also von der Minute her bei T und danach wäre ich bei G. Und Nummer 4 ist 4 und 5. Also 4 Uhr 5. Also mit anderen Worten, da wäre ich bei N. Bei der Minute. Und gehe ich die Stunden wieder zurück, wäre ich bei O. Tja. Und wenn ich jetzt von den Stunden her mir angucke, dann wäre es OSAP. Echt? Oder andersrum, Paso. Auch nicht? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Soll ich doch zuerst die Stunden und danach erst die Minuten zurückgehen? Und was ist mit 1.11 Uhr? Oder 11.01 Uhr, wenn ich das stattdessen benutze, dann ist es OGAP. Auch falsch. Oder Pago. Das gibt's ja nicht. Und 4 mal S. Oder 2 mal S. PS. Mist. Oder PSSS. PSPS. Nein.
Oh, wartet mal, jetzt ist mir was eingefallen, was ein Passwort sein könnte. PTSD? Nicht, schade. Okay, hätte sein können. Tja. Das ist jetzt, ja. Das ist jetzt irgendwie verzwickt. Moment, ich schreibe mir das noch einmal alles in Ruhe auf. 1 war 7.15 Uhr. 2. Ich gucke mir das vorsichtshalber noch einmal an, ey. Nicht, dass ich irgendwo einen Fehler beim Notieren gemacht habe. Das hier ist auf jeden Fall 4.05 Uhr. Eindeutig. Nummer 4. 4.05 Uhr. Gucken wir da nochmal rein. Der ganz rechts, das war ja Nummer 3, genau. Das hier war Nummer 2. Das hier war Nummer 1. Also Nummer 15. Ja, genau. Zeigen auf 7.15 Uhr. Die 12 ist oben. So, dieser Pot. Nummer 2. Die zeigen auf 6.20 Uhr. Genau. Da hatte ich schon mal keine Fehler. Und der letzte Pot, der wird ja von diesem Laser noch einmal erweitert. Von der Ziffer her. Jetzt ist es 0.15 Uhr. Jetzt ist die Frage, was ist damit gemeint? Nur ein Stück ist für das andere Passwort nötig. Welches andere Stück bitte? Naja, so oder so, das Tablet ist jetzt das Einzige, was noch übrig bleibt. Momentchen, ich werde noch einmal versuchen, das Passwort anhand dieses Brettspiels zu erraten. Uff, okay Leute, ich hab's jetzt rausgefunden. Und zwar habe ich mir gedacht, wenn man bei Stunden und Minuten sowieso in entgegengesetzte Richtungen gehen muss, dann kann sich das Ganze ja theoretisch auch aufheben. Mit anderen Worten, die Minutenanzahl ist ja immer größer als die Stundenanzahl. Dementsprechend kann man die Stundenanzahl immer von der Minutenanzahl abziehen und dann geht man einfach die Anzahl der Felder, je nachdem welches Ergebnis man dabei bekommt, dann geht man einfach die Anzahl an Feldern im Uhrzeigersinn, also in die Minutenrichtung. Mit anderen Worten, das wäre dann bei 1, 15 minus 7 wäre 8. Bei 2, 6.20 Uhr, 20 minus 6 wäre 14. Bei 3, 0.15 Uhr, ja, bleibt bei 15. Und bei 4.05 Uhr, 5 minus 4, 1, ganz klar. So, und jetzt gab es ja mehrere Möglichkeiten, da ranzugehen. Zum einen, wenn man jedes Mal bei jeder der 4 Uhrzeiten die jeweilige Anzahl an Feldern immer vom T aus beginnt, also beziehungsweise vom Startpunkt aus beginnt und T immer die Nummer 1 ist, dann ergibt sich bei Nummer 1, wo man 8 Felder laufen muss, ergibt sich P. Bei Nummer 2, wo 14 bei rauskommt, also bei 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ist A. Bei 15, 1 weiter, das wäre S.
Und 1 bei 4, das wäre dann T. Das ist ja das erste Feld nach dem Start. Dann ergibt sich für das erste Passwort Past, also Englisch für Vergangenheit. So, und eine zweite Sache, wie man das Ganze angehen kann, ist, indem man nicht das Passwort... Also es hieß ja 4 Stücke für das eine Passwort, 1 Stück für das zweite Passwort. Und da habe ich mir gedacht, vielleicht soll man jetzt nicht immer wieder von T aus anfangen oder vom Startpunkt aus anfangen, sondern jedes Mal einfach nur weitergehen. Also jetzt mit anderen Worten, bei 8, also erstens haben wir 8 Felder, da wären wir wieder bei P. Und jetzt gehen wir von P aus 14 Felder weiter. Also mit anderen Worten, 8 plus 14, das sind ja 22. Das bedeutet, ich komme bei dem zweiten, weil eine Runde, das sind ja 20 Buchstaben. Das bedeutet, ich komme beim zweiten Buchstaben auf dem Feld wieder raus. Das wäre in diesem Falle O, wenn man die ganze Zeit im Uhrzeigersinn sich dreht. Also haben wir PO, danach kommen weitere 15. Okay, 2 plus 15 sind 17, das bedeutet, ich muss von L, dem 20. Buchstaben, 3 Buchstaben zurückgehen, bin ich bei U. So, und danach einen Buchstaben nur noch weiter von dem U aus, das ist bei R. Also kommt das Passwort P-O-U-R bei raus. Ich glaube, das heißt so etwas wie gießen. Was ja durchaus passen würde, da wir hier ja Pflanzen in dem Raum hatten. Fragezeichen. Das ist jetzt so die einzige Verbindung, die ich mit Gießen machen kann, ehrlich gesagt. Ja. Okay, mit anderen Worten, versuchen wir es. Erst einmal das eine Stück fürs zweite Passwort. Ich gehe stark davon aus, das ist... Yes! Richtig. Und das müsste das blaue Passwort sein. Gehe ich stark von aus. Yes! Sehr gut. Sonne, Sonne, Mond. Okay. Und dann... brauchen wir jetzt nur noch Past, Vergangenheit. Zack. Yes! Oh, endlich geschafft. Sehr gut. Und jetzt kriegen wir das Escape, das Fluchtpasswort, auch noch dazu. So, ab zum Safe. Der ist ja hier direkt am Sofa. Sonne. Sonne, Mond war doch das eine Passwort, oder? Jawohl. Goldene Akte, dankeschön. Ja, ja, ist ja gut. Und jetzt das andere Passwort. Stern, Sonne, Mond. Na, komm schon. So. Puh, perfekt. Oi, da haben wir ja jetzt einiges. Ah, eine geladene Injektionspistole mit Axelavia drin. Ah nee, der Aufkleber, da steht Neostigmine drauf. Neostigmine, was ist das denn? Lass mich mal sehen. Okay, irgendwie Neostigmine. Neostigmine. Ich habe das Gefühl, das schon mal irgendwo gehört zu haben. Ach, hat keinen Sinn. Ich kann mich nicht erinnern. Verdammt. Ich glaube allerdings nicht, dass es was Schlechtes ist. Hast du irgendeinen Beweis? Nö. Natürlich nicht. Könntest du mich das erstmal behalten lassen? Bist du sicher, dass das nicht gefährlich ist? Was würdest du tun, wenn es das wäre? Also gut, ich vertraue dir. Du erscheinst mir nicht wie ein böser Mensch. Hehe, danke. Also, wie wär's, wenn ich da, wenn... Was? Wie wär's, wenn ich dich dann irgendwann auf ein Date mitnehme? Oder wenn ich zulasse, dass du mich irgendwann auf ein Date einlädst? Wenn wir hier in einem Stück rauskommen... Yay! Oi, na da läuft ja was. Sigma, Respekt. Auch wenn das eher nur Spaß war, aber naja. Cool, weiter geht's. Wir haben immer noch ziemlich viel Zeug hier drin. So, die Karte von Stockwerk B, das ist klar. Blablabla. Bla, bla. So, als nächstes ein paar graue Karten, die Mondkarten. Perfekt. Und dann
Ah ja, stimmt. Ja, die zwei. Es hat, macht nicht wirklich Sinn, die zweite Karte an Quark weiterzugeben. Ich werde sie fürs Erste behalten. Okay, was kommt als nächstes? Ein Stück Papier mit ein paar Regeln drauf. Ah ja, genau. Diese Zusatzregeln. Ja. Naja. Und dann hätten wir nur noch den Schlüssel zum Ausgang. Perfekt. Los geht's. So, sobald ich den Raum aufgeschlossen habe und entkommen bin, beende ich den Part. Und zack. Geschafft. Du hast ihn gefunden, den Ausgang. Nice. Und Ambidex Tür wurde geöffnet. Ja, war klar. Alles klar. Das wirkt auf mich sehr, als wir auf die Tür zugingen. Warte! Clover hielt mich auf. Okay. Aus welchem Grund auch immer sie mich jetzt aufgehalten hat, wir werden diesen Grund erst im nächsten Part erfahren. Bis dahin.